Dann muss ich jetzt erstmal das hier ablegen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Das dahin, das dahin, das da rein, dahin. Der kommt hier runter. So. Ein bisschen was zu fressen. Mein OP-Werkzeug ist hier. Die Dia-Rüstung lasse ich jetzt erst mal an. Was fehlt? Ey, ich tue mich gerade wieder ausrüsten. Ach so. Hast du die Difficulty schon wieder hochgestellt? Oh, nee. Gleich rasse wieder Tode. So. Apropos, ich muss mir erstmal meine extra Herzen wiederholen. Hast du 50 Level? Ja. Oder? Ja, genau 50. Mit den XP, die meine Tochter eingesammelt hat. Aber da, die, okay, die Folge kommt ja weitaus davor. Naja, da können sich die Leute freuen. Und oder so. Mit Softcar. Ja. Und was mache ich jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt gucke ich mir nochmal das da hinten an, aber es müsste eigentlich funktionieren. Hast du hier schon mal abgeerntet gehabt? Unsere Technik? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe nur die Missgeschicke wieder ausgerichtet. Kannst du noch in meiner Kiste, oder ich mache später noch selbst, weil mir ist aufgefallen, wenn die rechte, linke Spur voll ist, schleudert das Spawn natürlich immer weiter raus und über das Ding oder es sammelt sich dann danach. Und dass man das Überschüssige dann wieder zurückleitet in die Kiste oder in eine andere Kiste. Ja, dann. Weil. Ich wäre an sich jetzt da, ich bin aber gemütet, weil ich jetzt nur mal was esse. Ja, mach ja. Das. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass ich nicht genau das Feld kaputt mache. Dann machen wir hier unten einfach ein Minecart hin, dass es einsammelt. Aber das Minecart zieht's auch durch die Hopper, theoretisch. Nee, es ist nur unter den Feldern das Minecart. Aus dem Hopper dürfte es gar nichts rausziehen, weil die Hopper ja mit den Dings verbunden sind. Mit den Droppern. Also den Dispensern. Da dürfte rein theoretisch nichts passieren. Ach. Theo 2, zum Glück antwortest du gerade nicht. Bitte bau die Loren ab, wenn du zurückfährst. Ey, das kann auch von meiner Tochter gewesen sein. Aber es war auch schon davor immer so. Wie abbauen? Derjenige, der aussteigt, lässt die immer einfach nur rechts oben hochfahren und lässt sie dort stehen. Und wenn da halt mehr ich meine immer oben ab, sobald ich automatisch aussteige, ich meine immer automatisch ab, da steht doch auch eine oben. Ich sag ja, da stehen immer, wenn ich fahre, komischerweise mehr als drei Stück. Und das ist auch früher vor deiner Tochter gewesen. So. Ja, also Ene ist auf jeden Fall von meiner Clan gewesen. Mhm. Palim, was wollte ich holen? Schienen. Brauche ich nicht, haben wir doch. Oh, das haben wir doch alles. Im Schienenhäuschen. Hier noch ein paar Hopper. Aber warte mal, kannst du nicht einfach an die jetzt bestehende Hopperkiste noch einen Hopper anschließen und das Wasser da ein vertiefen und einfach ein, da fließt es dann ein weiter und dann kannst du die Hopperkette wieder normal anschließen an die Kiste. Kann ich auch machen, wenn die Hopper natürlich voll sind. Aber ich dachte, du redest jetzt von denen, wenn du das Feld besamst, also ich sag mal düngst,
mit dem Hebel, dann ist es ja so, dass das Bone Meal nicht das fertig gedüngte, wenn hier schon eins fertig ist, das nochmal düngt tut. Das fällt dann hier im Grunde eigentlich nur raus. Dass das eingesammelt wird, was dann hier im Knochenmehl liegt. An das habe ich gar nicht gedacht, aber ich glaube, das düngt immer. Das fällt dann nicht raus. Mach mal. Stimmt, das düngt immer. Mir ging es hier, guck mal hier oben, mir ging es darum, wenn du hier hochschaust, der Hopper ist schon voll. Ja, der das füllt sich gerade. Das kann man machen. Und wenn es hier halt hier sind es noch nicht mal die ersten zwei Hopper befüllt. Ja, und da würde sich dann halt immer sammeln und spawnen. Das dachte ich jetzt einfach so. Ja, an das andere habe ich gar nicht gedacht. Können wir alles ganz in Ruhe machen. Ich habe ja alles dabei. Dann setzen wir hier mal ganz kurz einen Block hin und da. Ich muss Wasser köcheln bei mir. Schlimm. Naja, es möchte nicht, die möchten nicht allzu weich sein. Weil ich muss. Die Bude drin. Ja, ich muss sie ja noch anbraten können. So. Das erste ist verbundene. Und jetzt noch die hier. Eins, zwei, drei. Oh, man hätte es so machen können, wie CO2 es gemacht hat. Das hätte einiges gespart, eigentlich. Ja. Ja, weil das war mein Problem mit dem Wasser, dass das da endet. Er hat dazwischen einen Eisblock und dann ein Schild drüber gesetzt und dann wieder eine Quelle. Dann fließt es immer weiter. Ja. Hätte man richtig schön lange. So, jetzt müssen wir das nur mal gucken. Okay, das war ein Satz mit X, aber es müsste unten ankommen. Hä? Ich hab die doch verbunden. So, im letzten Reihen, ja. Man könnte im Grunde, na okay, die Glock mit dem Sticky Pistons verbinden ist scheiße. Weil dann kann es passieren, dass das nicht komplett ausgemerzt ist, wenn es aberntet. Man müsste halt wirklich eine Überlegung finden wegen Seed-Sätzen. Das ist halt das eine Problem. Ich wundere mich, ich leime gerade nur mal kurz die Knochen. CO2. Ich werde aber drüben das Feld bei den Villagern auch noch automatisieren mit einem Villager. Ja, klar. Und da werde ich aber ein Netherportal setzen, damit der Chunk hochgeladen ist. Weil ein Netherportal ist gleichzeitig ein Chunkloader. Hätte ich sowieso damit dann gleich angefangen. Ja, wir brauchen halt noch Power Rails, dass das Minecart weiterfährt die ganze Zeit. Und wir müssen erstmal Seeds ohne Ende parat haben. Schau in die Kiste. Seeds habe ich keine mehr weggeworfen. Ich bin gerade bei mir, oh, Inventar leer machen. Ich sag's nur, da sind genug drin. Eigentlich. Das brauchen wir, das brauchen wir, die brauchen wir. Aktivierung Rails brauchen wir. Ansonsten. Ich kann hier auch gerne meine Knochen noch dazu stellen und Knochenblöcke, die ich habe. Ja, es geht halt einfach nur einmal darum, ob es dann, wenn es voll ist, dann braucht man ja nicht immer so viel. Nur bis es halt voll ist, das dauert immer ein bisschen. Ja, aber wenn ich schon mal was hab und ich brauche die Knochen ja sowieso nicht. Ich war jetzt gerade einmal in der Woche und habe die ausgeleert bei CO2-Farm. Das sind auch schon wieder 2,5 Stacks Knochen. Also, das passt schon. So hat man halt eine schöne Verwendung dafür. So. Ach, und wenn
neben der Kiste die Hebel nach unten zeigen, sind die Hopper deaktiviert. Dann geht dort durch die nichts mehr durch. Okay. Das staut sich dann. Falls halt mal, falls du willst, dass es jetzt unterschiedlich gefüllt ist und es soll aber gleichmäßig voll sein. So, Power Rates, wie viele brauchen wir? Ich mache erstmal ein paar. Ich weiß gerade nicht aktuell, wie groß das Feld dort ist. 9x9, glaube ich. Ist ja quadratisch. Nee. Ich glaube, du hast das Gebäude quadratisch gebaut. Echt? Jedenfalls nee. Dieser Innenhof kommt mir ziemlich quadratisch vor. Ja, ich fahr mal kurz hin gucken, dann kann ich es dir sagen. Außerdem, wir brauchen ja nicht für alles eine Powerway. Nee, da reicht wirklich alle 8 Blöcke oder 7 Blöcke aus. Aber ich muss halt trotzdem gucken, weil wir einen Redstone-Block drunter setzen, dass dann der Hopper, der das aus dem Minecart aufsammelt, nicht mit dem Redstone-Block in Verbindung kommt. Jetzt ist der deaktiviert. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ich habe einen Stack normale Rails dabei. 5 Hopper und ein Hopper Minecart. Stack normale wird dir aber nicht reichen. Ja, klar. Und wenn nicht, dann holen wir halt nochmal welche. Ist doch kein Problem. Ich denke mal, wir müssen das sowieso einen Ticken kleiner machen wegen der Wasserquelle. Du kannst nämlich unter der Wasserquelle keine Rail setzen, die wird weggespült. Das ist ja nicht das Problem. Die Schienen sind ja so konzipiert, dass sie breiter sind als ein Block. Was bedeutet, der zieht auch rechts und links alles an. Also wenn du zum Beispiel auf unsere Strecke... Ich meine das jetzt so, falls der Wasserblock in der Mitte der Farm ist, dass wir den umsetzen an den, so, ja, an den Rand. Dort, wo dann halt überhaupt kein Feld mehr ist. Ja, aber das, warum das brauchst du gar nicht? Der Villager fällt da nicht rein. CO2 hat er ja. Nein, es geht ja darum, unter das Feld kommt ja direkt das Minecart. Genau, so, du musst ja unter dem Wasserblock irgendwas setzen, damit das Wasser nicht durchläuft. Da muss aber keine Minecart-Schiene langfahren. Unbedingt. Wenn das aber in der Mitte gerade ist, führt aber dort. Nichtsdestotrotz ein Minecart lang. Ja. Verstehst du es jetzt? Du hast da so ein 9x9 Feld und der mittelste Block ist ja normalerweise das Wasser. So, und darunter setzt du einen Block, damit das Wasser nicht wegläuft und dort muss aber trotzdem ein Minecart lang, damit es immer gerade bleibt. Sonst schlägst du ja zig Milliarden tausend Kurven. Ich überlege gerade, 9x9 ist eine ungerade Zahl, dann theoretisch. Das ist sowieso ganz anders hier gebaut. Das sind 3, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, das ist 23. Das ist doch so cool. Mal 4, 8, 19, 11, 12. Dann Gott, ich habe das echt quadratische in Erinnerung. Jetzt muss ich gucken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Darunter muss es nicht schön aussehen, oder? Nee, warte mal, bevor du irgendwas machst. Ich muss erst mal gucken, wie wir das mit dem Wasser machen. 1, 2, 3, 4. Ja, ausheben kann ich so oder so darunter ja schon. 1, 2, 3, 4. Da müsste dort das Wasser sein. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir nämlich schon das Problem. Das hier bleibt normal. Also hier könnte man Wasser setzen. Dann 1, 2, 3, 4. Da Wasser. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir 2 in der Mitte, die nicht bewässert werden. Wäre aber auch nicht schlimm, wenn hier eine Reihe Gras ist. Ja, aber warte mal, du verstehst mein Anliegen, glaube ich, immer noch nicht. Was? Na, guck mal, ja, wir setzen es ja eh nachher noch. Wenn hier die Schiene läuft,
kann hier gerne Wasser hin. Hä, wieso? Oh, überirdisch, die wird unterirdisch gebaut. Das ist jetzt einfach nur sinnbildlich. Ja. Natürlich läuft sie da unter. Dann läuft hier die nächste. Sie sammelt trotzdem das von der Mitte ein, weil sie breiter ist als der Block. Sie muss nicht hier auch noch in die Mitte durchfahren. Das weißt du hoffentlich. Die Schiene ist nicht breiter als ein Block, die ist genau wie ein Block. Nein, die Lore. Die Lore sammelt wirklich auch von den Seiten auch noch das ein. Glaub mir ruhig. Das weiß ich wegen der Hühnereierfarm. Oder? Und tschüss, Lore. Hau ab. Wollen wir gleich testen hier? Wenn ich jetzt hier eine hinwerfe. Sind wir doch nicht da. Na doch. Du hast dann hier wieder eine Lore und hier mittig müsste jetzt normalerweise auch eingesammelt werden. Ja, aber guck mal, sie sammelt ja auch nicht da ein. Sie ist ja nicht da unter. Sie muss ja da unter sein. Selbst, wenn du die jetzt, setz mal hier einen Block drauf. Setz mal da einen Block drauf. So, normalerweise müsste die jetzt... Guck. Warum es mit der Lore gerade nicht klappt, weiß ich, mit der Schiene weiß ich nicht. Hä? Wenn ich die Schiene hier auf den mittelsten Block, also unter, über der Lore schmeiße, funktioniert's. Aber ich hab's gesehen mit den Seeds, na gut, dann... Ich weiß halt nur, dass es bei den Hühnereiern funktioniert. So habe ich halt auf Schienen gespart. Dann ernte trotzdem mal bitte das ganze Feld ab. Wir werden die Wasserblöcke trotzdem ein bisschen umsetzen. Ja klar, nur ich meine halt nicht, dass du so viel Material verbrauchst, darum. Wäre zwar auch nicht schlimm, aber ich bin gerade nicht so voll an Eisen. Was ist... Warum? Das ist, damit der Villager nicht drüber oder reinfällt. Ach so, dann erstmal bitte alles wegmachen. Hast du einmal dabei? Ja, 4 Stück. Dann machst du erst einmal das weg. Mehr nicht. Mehr kann ich nicht wegmachen. Schauen wir kurz. 1, 2, 3, 4. Und zu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Golem, du nervst. Oh, scheiße. Fick dich, Golem. Hast du jetzt ernsthaft einen Golem geschlagen? Ja. Tut mir leid, aber da kann ich dir nicht helfen, weil... Brauchst du nicht. Ist er schon tot? Gleich. Ja, der stand im Weg, der fette Klops. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier auf jeden Fall erstmal überall Wasser drunter. Ich hab dir die Arme in die Kiste getan. Plus das da. Ich kann noch mal ein bisschen dann sortieren. Da. Und dann hier einmal Wasser drunter. So. Ich brauche erstmal eine unendliche Wasserquelle. So. Dürfen nicht vergessen, hier wieder alles schön zu bauen. Oh. Was? Ist da etwa ein großes Loch im Bauch? Hä? Das brauche ich als Markierung, damit ich nicht zu weit buddel. Achso, ich wollte mich ins Wasser setzen. Also warte kurz. Außerdem, du siehst doch, wo das Wasser dann raustropft. Kannst wieder zubauen, wie du willst. Ich hab bis dahin gebuddelt. So dahin. Und dahin. So, jetzt haben wir das erste. Dann brauche ich wieder neues Wasser. Ich hab mich verbuddelt. Scheiße. Oder? Natürlich, Moor. Unter dem Willet kann ich nicht rauskommen. Da ist jetzt Wasser drinne. Da ist jetzt Wasser drinne. Da ist jetzt Wasser. Ja, ich hab gemerkt, dass da Wasser drin ist. So, dann kommt da Wasser drunter. Ne, warte mal. Jetzt mache ich erstmal die andere Seite.
Das Lustige ist, wir können nämlich wirklich unter diese Pfeiler das Wasser drunter setzen. Und dann kann man es richtig gut abpassen. Schon wieder Wasser drunter. So, ich muss auf mein Essen achten. Aber die Folge ist ja hier eh gleich zu Ende. Da passt das. So, so, dann dort noch ein. Warum läuft hier ein Villager draußen rum? Warum setzt du meinen Keller unter Wasser? Warum läuft hier ein Villager draußen rum? Ist der neu gespawnt? Ach nee, der ist doch. Er kann von innen die Druckplatten auslösen. Deswegen müssen unbedingt dort noch Zäune und Eisentür hin. Ja, aber den können wir gleich nutzen. Ja, wenn er nichts. Nee, ich weiß nicht, ob der schon Brot im Inventar hat. Wenn ja, haben wir ein Problem. Ach, Brote? Nee, Brote wäre doch nicht schlimm. Der darf Weizen nicht im Inventar haben. Warte mal. Na, rein kommt da nicht mehr, das ist gut. Ich guck mal, ob drinnen noch ein paar Eisenfans sind. Tut mir leid, aber das nervt mich gerade zu sehr. Ne, keine Ironfans mehr. Sind hier irgendwelche. Guck mal, ob da ein Cut-Strecker an der Kiste da. Unten drinne? Unten bei der Minecraft-Strecke, also wo man in die. Ja, danke. Hier ist nämlich ein Villager ausgebüxt. Habe ich mitbekommen, ich höre euch die ganze Zeit. Ich habe halt nur mich, damit ihr meine Essgeräusche nicht hört. Ja. Die hatte ich da unten reingelegt, letztens, weil ich die noch im Moment hatte und ich. So. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal das Safe. So, dann kann man die erste mal zumachen, wo erst das Wasser drinne war. Hatte ich da jetzt hinten schon gebuddelt? Ja. So, ich beende jetzt erstmal die Folge hier und gehe ganz kurz nach meinem Essen gucken und dann starte ich die nächste. Da können wir dann weitermachen, Darko. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, Ball.